Ja, Leute, da wären wir wieder zurück zu Minecraft Timeline 2 und ja, ich muss mich erstmal orientieren. Ach, hier bin ich. Okay, ja, wir schauen mal. Ich wollte ja ein bisschen Sand formen. Stimmt. Da kann ich mich jetzt erst dran erinnern, weil ich die Schaufel in der Hand halt. Ey, zum Glück habe ich mir auf dem Slot 1 gelegt hier, ne? Ja, ich hatte mir jetzt aber nicht nochmal die letzte Folge angeguckt. Wir kommen gleich zu den Änderungen und allem. Vielleicht nochmal ein paar Sachen. Ich wollte ja eigentlich jetzt jeden zweiten Tag eine Folge aufnehmen, habe aber vorgestern das komplett vergessen. Und da habe ich gesagt, okay, da setze ich eben den Tag drauf auch aus. Quasi jetzt das Wochenende, Samstag, Sonntag, habe ich es einfach vergessen. Und ja, ich hätte dann gestern halt noch Hardcore aufgenommen, habe ich dann auch erstmal gelassen. Und das bedeutet, dass ich das dann morgen mache und jetzt wieder wie gewohnt weiter mache, also quasi einfach mit einer Pause von 2 Tagen. Deswegen nicht wundern, wenn ihr die Aufnahmedaten in der Beschreibung vergleicht, ne, von der letzten und dieser Folge. Ja, ich mache das jetzt trotzdem noch weiter, ne. Das heißt, ich werde jetzt nicht seltener aufnehmen wieder. Das dauert dann noch ein bisschen, bis ich das wieder mache. Aber irgendwann kommt das dann auch wieder, ne, also keine Sorge. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Hier in der Version gab es natürlich viele coole neue Sachen, muss ich sagen. Unter anderem die Erfolge und Statistiken. Die können wir uns natürlich erstmal angucken, ne? Ich habe übrigens dann auch noch ein Thema für die Folge, fürs Ende oder so. Ja, hier haben wir die Statistiken, ne? Ich habe jetzt gespielt 1 Minute 56. Distanz 209 Meter bin ich schon gelaufen. Ey, das ist ja schon mal viel hier. Und 2 Blöcke gefallen, okay. Ja, da können wir ja auch sehen, wie viele Blöcke habe ich abgebaut. Bisher nur Sand. Ja, dann hier die Schaufel 88 mal genutzt und ja, was gibt's noch? Achievements, genau. Getting Wood, das kann ich mal machen. Ne, kann ich nicht machen, ich habe kein Holz dabei. Shit. Braucht man ja nur einsammeln, ne? Dann sollte das funktionieren. Ja, und da hinten haben wir auch noch ein paar coole Sachen, muss ich sagen. Was jetzt auch noch neu war, ist zum Beispiel das Wetter, das wurde hinzugefügt. Das heißt, es könnte jetzt auch gewittern und so, ne? Oder eben regnen, wie auch immer. Dann, wenn man F3 drückt, sollen irgendwie Monster-Spawner angezeigt werden. Ich weiß aber nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß nur, dass diese Dinger da angezeigt werden, gell? Aber ich dachte, das war schon in der Beta 1.3 so. Mit diesen Zahlen. Das hat man doch schon in der vorletzten Folge oder so. Glaube ich. Also ich weiß es jetzt nicht. Aber ja, keine Ahnung. Naja. Ich mach das mal wieder aus. Ansonsten, was gab's noch für ein Feature? Ach ja, genau. Man konnte jetzt Schweine, wenn man die tötet, mit einem, oder wenn man die anbrennt, mit einem Feuerzeug zum Beispiel, und dann tötet, dann droppen sie gegrilltes Fleisch. Das finde ich sehr cool. Und ja, die Zombie-Pigmen droppen ja generell gegrilltes Fleisch, ne? Das war ja schon immer so. Finde ich auch eine interessante Sache. Also bevor es Rotten Flesh gab, haben die alle hier, ja, das normale gegrillte Fleisch gedroppt, was ich ziemlich gut finde eigentlich. Hätten sie heute eigentlich auch mal so machen müssen, weil, ja, wenn man schon Zombie-Pigman tötet, dann will man auch belohnt werden und nicht nur Zombie-Fleisch kriegen. Ah gut, heute haben sie ja dann auch noch die Gold-Nuggets und das gleicht das Ganze dann wieder aus, ne? Aber trotzdem, ja, egal. So, dann gehe ich mal kurz zurück, wir können ja gleich noch weiter farmen, aber ich will auch erstmal die Sachen in den Ofen werfen und vor allem schlafen, ne? Ja, und wir können jetzt auch mit Shift im Inventar das alles ordentlich sortieren, das hatte ich ja schon gesagt, das ist ein sehr cooles Feature auf jeden Fall, bis heute. Dann kann man jetzt mit 2 Leitern, oder kriegt man nur noch 2 Leitern beim Craften, statt vorher einer, also mehr. Und, ja, man kann jetzt aber nicht mehr die Leitern mit so einem Abstand setzen. Und Alter, was habe ich denn hier gemacht? Bin ich eigentlich ein bisschen dumm? Was ist das denn, Alter? Was habe ich hier gemacht, ey? Ach, warum? Oh Mann, ey. Naja. Dann machen wir das mal wieder anders hier. Zack, die Druckplatte, die ist ja angsteinflößend. Das machen wir mal so. Ja, dann tue ich das ja... Oh, endlich kann ich das mal machen, ey. Gleich mal ausnutzen. Gleich alles hier rein. Richtig geil. So, perfekt. Aber warte mal, das Eisen, das kann ich ja mal hier rein tun. Das hier geht noch nicht, ne, mit Schiff. Das geht eben erstmal nur in diesen Kisten. Aber das ist schon mal ein enormer Fortschritt, weil vorher war das einfach nur nervig, ne? Wenn du die ganze Zeit, quasi das per Hand machen musst, also wirklich mal, ne? Wer macht denn sowas heute noch? So, dann machen wir das hier mal. Der kommt da rein, dann hier 8 Stück rein. Zack, und dann gehe ich schlafen. Ja, was gibt's noch zu sagen?
Ja, Charged Creeper wurden hinzugefügt. Das ist auch sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es in der Version schon war irgendwie. Weil das hört sich eher so nach Beta 1.8 oder Vollversion 1.0 an. Aber es war schon in dieser Version so, dass wenn die vom Blitz getroffen werden, die Creeper, dann eine größere Explosionskraft haben. Ich weiß aber nicht, ob da schon diese Animation drinne war, ne? Also diese Charged Creeper Animation, die typische, die man so kennt, ne? Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein cooles Ding. Ansonsten gibt es jetzt auch hier weitere Schienen, also Antriebs- und Sensorschienen. Das heißt, wenn man jetzt mit dem Minecart fährt, muss man nicht mehr diesen komischen Booster von vorher nehmen, sondern kann einfach diese Antriebsschienen nehmen. Aber ich muss sagen, vorher, das war irgendwie cooler und billiger vor allem auch teilweise. Weil jetzt brauchst du halt immer Gold, ne, für die Antriebsschienen und naja. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Dann gibt's jetzt Spinnennetze und noch neue Setzlinge für die ganzen Bäume. Also die droppen jetzt auch die richtigen Setzlinge. Und das war, glaube ich, jetzt auch die Version, oder war das schon vorher? Ich weiß gar nicht. Wenn man in die Alpha-Version jetzt geht, oder wenn ich jetzt zurückgehen würde in die Alpha-Region, würden wir auch so ganz viele Alpha-Bäume finden, ne? Wie sie Gronkh genannt hat. Das heißt, ja, die einfach verschiedene Blattsorten haben. Und das ist wohl für Leute, die eben weiterhin in einer Alpha-Welt spielen wollen, dass sie dann die Möglichkeit haben, trotzdem die alle Setzlinge zu bekommen, ohne weit wegzugehen. Aber guck mal, auf der anderen Seite, sie können auch kein Lapis Lazuli finden in ihrer Welt, zum Beispiel. Da müssen sie ja auch weiter weg. Also, ja, macht eigentlich nicht so viel Sinn. Ich glaube, es war eher so ein Bug, ne? Und es wurde eben random generiert, ob du jetzt, ja, einen Fichtenblatt da hast oder ein Eichenblatt trotzdem oder eben ein Bockenblatt zum Beispiel oder hier diese Nadeln, ne? Genau. Und, ja. Dann gucken wir mal, ich mach mal hier ein bisschen was so. Das war übrigens nochmal mit den Alpha-Bäumen, das war dann in der 1.2.5 nochmal so. Da wurde nämlich noch das Dschungellaub dann dadurch ersetzt, ne? Also, ja, das war auch so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, nur wenn du eine Alpha-Welt in der 1.2 dann wieder betreten hast, also die Chunks direkt dann, ne? Ich glaube, nur dann war das so. Ja, aber ich weiß es nicht. Also so ins Detail geht mein Wissen da jetzt auch nicht. Aber ja, so ein bisschen was habe ich darüber eben auch schon gehört, wegen Gronkh und weil ich es eben auch schon wusste, keine Ahnung, ne? Ja, und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall, oh, wir sind schon bei 7,5 Minuten. Ich muss mich mal langsam beeilen. Ich mache jetzt wahrscheinlich auch mal, Moment. Hä, wo ist denn das? Hä, wo ist der Ofen, wo das brennt? Hä, wo ist der? Hä, der lief doch gerade noch mit dem Glas. Ach, hier, ey, was ist denn los? Ich mache mal nämlich hier das so, dass ich das ein bisschen aufteile, ne? Da haben wir dann mehr davon. So, das kommt erstmal weg. Eisen haben wir schon einen ordentlichen Stapel, würde ich sagen. Und ja, was können wir jetzt noch machen? Vielleicht noch ein bisschen bauen, keine Ahnung. Ich mache mal ein paar Leitern, da haben wir das Feature auch gleich abgedeckt, ne? Oh Mann, ich finde mich hier nicht zurecht in dem Boden. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen Holz farmen. Ich würde mal sagen, das machen wir noch. Da gehe ich mal los und wir fahren ein bisschen Holz. Ja, da kann ich ein bisschen reden. Und zwar wollte ich über Fuck You Goethe reden. Das Thema wurde mir schon vor längerem mal vorgeschlagen. Und ja, das ist, denke ich mal, ganz interessant. Ich muss sagen, ich habe den ersten Teil gesehen, aber nur halb irgendwie, weil wir den im Unterricht mal geguckt haben. Und auch nicht als er rauskam, sondern erst viel, viel später, ne, als es den eben schon für DVD gab. Und ja, dann haben wir noch, oder habe ich noch Fuck You Goethe 3 rausgekommen, geguckt, als er im Kino rauskam, genau. Und ja, das war eigentlich ein ganz, naja, ich weiß nicht, er war natürlich an vielen Stellen sehr überspitzt, muss ich sagen. Also irgendwie, ja, so richtig gut fand ich den jetzt auch nicht unbedingt, weil der hat halt so viele Klischees beinhaltet und ja, das war an einigen Stellen dann einfach zu viel des Guten, ja. Muss man ja ehrlich sagen. Und ja, ich weiß auch nicht so, der Humor war natürlich an manchen Stellen ganz gut und so, aber ich fand auch, ja, ich weiß nicht, irgendwie kam es so rüber, als hätten den Leuten so ein bisschen die Ideen schon gefehlt, ne? Es war halt schon der dritte Teil und, ja, ich glaube, der erste war da noch besser, ne? Und, ja, es hat sich einfach so ein bisschen angefühlt wie, ja, so eine Fortsetzung, die nur so halb gut gelungen ist. Also ich weiß nicht, wo man eben dann versucht, noch einen draufzusetzen und noch was Krasseres passieren zu lassen und so. Und das aber dann nicht so richtig gut umsetzt. Oder man merkt dann eben,
dass es ja irgendwie komisch ist. Oh Mann, ey, scroll doch endlich mal richtig. So, ich weiß auch nicht, das ist halt so eine Sache, die mich an dem Film ein bisschen gestört hat, dass es eben alles so gekünstelt und so übertrieben war. Es war halt nicht so authentisch, sag ich mal, wie der erste Film vielleicht noch, ja. Ich kann mich aber jetzt an den ersten auch gar nicht mehr so krass erinnern. Ich habe den ja auch, wie gesagt, nicht bis zum Ende geguckt. Ja, aber ich glaube, der war dann noch etwas besser so, weil, ja, da hat halt diese Idee zum ersten Mal so aufgegriffen, ne, von wegen, ja, die Schule, die haben keinen Bock und so. Ich meine, solche Filme in der Form gab es noch nicht vorher so richtig, oder? Ja, ich weiß halt nicht. Sicher gab es mal solche Filme, ne, die das Thema, dieses Grundthema thematisiert haben, aber eben noch nicht in dieser Form, ne, und in dieser, ja, quasi auch heutigen Gesellschaft, sag ich mal, ne, mit den ganzen Internetsachen und so, die haben da halt sehr viel in diese Richtung auch gemacht. Und ich glaube, im zweiten Teil, da habe ich halt nur so einen Trailer mal gesehen und so, da ging es ja auch um so eine Klassenfahrt, wo sie dann die ganze Zeit auf Instagram irgendwelche Sachen geteilt haben und keine Ahnung, ne, und da wurde das denen dann nicht noch zum Verhängnis, ich weiß es gar nicht. Ja, jedenfalls ist das auch schon wieder ziemlich lange her, als ich den Trailer mal gesehen habe, also da habe ich jetzt auch nicht so viele Erinnerungen dran. Ich glaube, der zweite Film kam ja 2015 oder so. Ich müsste mir eigentlich den ersten und zweiten nochmal angucken. Ja. Aber ich muss auch sagen, irgendwie, ja, ich fand die Filme jetzt nicht so schlecht. Also, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass er zum Beispiel schlechter als, keine Ahnung. Ach, mir fällt jetzt kein Vergleich ein. Also man kann sie sich schon angucken, so ist es nicht. Aber ja, beim dritten Teil merkt man eben schon, dass es irgendwie jetzt nicht so gut mehr war. Also, dass man eben zu krampfhaft versucht hat, noch einen draufzusetzen. Das war so das, was mich gestört hat daran. Da wäre es irgendwie besser gewesen, wenn sie da einen normalen Film draus gemacht hätten und vielleicht auch noch einen Film, so einen vierten Film vielleicht noch. Vielleicht wäre das besser gewesen, ich weiß es nicht, oder es wäre halt noch ausgelutschter dann gewesen. Kann natürlich auch sein, aber ich glaube, dann wäre der dritte zumindest besser geworden. Vor allem, was mich eh gewundert hat, die waren dann irgendwie in der 11. die ganze Zeit, ja. Und dann auf einmal haben sie ein ganzes Jahr übersprungen, dann haben sie noch die Abi-Zeugnisse da gekriegt nach der 12. Und ja, keine Ahnung, warum sie das nicht in einem vierten Teil noch gemacht haben. Hätten sie theoretisch eigentlich machen können, wo dann vielleicht nochmal weitere Probleme auftreten oder so. Oder dass man sagt, okay, wir fangen ja schon eher an, in diese 12. dann überzugehen dann, ne, in dem Film, weil, ja, man hat schon gemerkt, wie die dann einfach am Ende alles so Schlag auf Schlag so durchknallen noch. Also ich weiß nicht, das fand ich dann irgendwie ein bisschen zu schnell. Ja, und so vom Humor her, wie gesagt, das war halt an vielen Stellen ein bisschen übertriebener Humor und alles, ne, und jetzt auch nicht unbedingt meins, ja, aber, ja, es ging eigentlich noch, also, ja, von, also ich habe schon Schlechteres gesehen, definitiv. Ich meine, gut, Kartoffelsalat habe ich noch nicht gesehen, aber was ich so gehört habe, war der wohl noch schlechter auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, so, Fuck You Goethe ist ja teilweise auch so ein bisschen verschrien, so als dieses, es ist so ein Mainstream-Film, weißt du, und so, ja, ich weiß nicht, sowas für Kinder nur und so, weißt du, so ist der, wird er dann halt immer bezeichnet, was ich aber eigentlich nicht so empfinde, weil, ja, es ist einfach, ja gut, es ist halt für Schüler und so, aber manche sagen dann, ja, der ist eh nur für Kinder für so 10 Jahre oder so, aber das finde ich jetzt auch nicht, ich meine, der ist dann schon auch für Ältere, würde ich sagen, aber, ja, sicher, so von diesem hektischen Humor und so kann man natürlich schnell darauf kommen, das zu sagen, aber ich finde halt nicht, dass der nur für Kinder jetzt ist, ne, weil, ja, dann würden ihn da nicht so viele Ältere auch gucken, ne. Ich weiß auch nicht, warum Leute das dann immer sagen wollen, ne, dass die dann immer hier so was behaupten, von wegen, ja, also es gibt's ja öfter, ne, so auch in Minecraft, so, ja, Minecraft ist ja nur was für Kinder und so und keine Ahnung, das finde ich halt immer sehr lasch, diese Aussage, und sehr unüberlegt, weil, ja, so ist es einfach nicht. Es haben vor allem früher viele Leute Minecraft gespielt, die auch schon 30 oder so waren, und, ja, das hat das Spiel damals auch so ausgemacht. Eigentlich hatten das früher nur Ältere gespielt, die so meistens auch, ja, mindestens, also früher war die Minecraft-Community echt ziemlich alt, so 2010 oder 11, da waren die alle mindestens 14 oder meistens so 16, 17 sogar, ne. Und heute sind die halt alle so jung, heute sind sie alle so
keine Ahnung, teilweise 5 oder so. Und ja, das ist einfach auch so eine krasse Entwicklung. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Soll ich jetzt das nehmen oder nicht? Oh lol. Jetzt haben wir hier... Warte, ich nehme das jetzt, weil da haben wir gleich mal das Gewitter, was jetzt eingefügt wurde. Ah ne, ist es ja gar nicht. Es geht einfach nur die Sonne unter, okay. Ja gut, egal. Ich nehme das jetzt einfach, das Bild. Weil ich will jetzt ja nicht noch eine Stunde stehen und... Ah, nehme ich das oder so oder so? Ja, das ist mir dann zu blöd auch. Ich beende jetzt mal hier an der Stelle. Ich hoffe, ich habe genug gesagt dazu. Wenn ich noch was vergessen habe, kann ich es ja auch nochmal aufgreifen. Ist ja auch kein Thema. Und ja, dann bis später und haut rein. Tschüss.